Hallo zusammen, ich bin der Todi und ich begrüße euch zur Folge 8 Satisfactory. Heute haben wir gesagt, wollen wir die Eisenproduktion eine neue aufbauen, damit wir eine Spezialbeschichtung bauen können, damit wir Phase 1 vom Weltraumlift abschließen können. So, wir haben ja in der letzten Folge geguckt, hier vorne haben wir unsere Eisenvorkommen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir da jetzt an aufzubauen. So, wir bauen hier das Erz noch ab. Und hier das bauen wir auch noch ab. Da vorne, das hatten wir schon abgebaut. Und dann haben wir nämlich drei Produktionen, die wir jetzt hier aufbauen können. Drei Linien. So. Ich würde sagen, wir fangen hier an mit einem Miner. Stufe 1. Der geht nach da raus. Das ist auch in Ordnung. So. Dann bauen wir nämlich hier in einer Linie. So. Ne, dann machen wir mal ein anderes Fundament. Dann nehmen wir das 4 Meter Fundament. Ja. Wie kriegen wir das jetzt hier in einer Linie aufgebaut? Ist das so? Ja, eigentlich nicht, ne? Das wäre das Richtige. Aber wir wollen das 4 Meter Fundament haben. Und das hier demontieren wir wieder. Alles klar. So. Los geht's. Hier machen wir eine Rampe dran. Und dann bauen wir hier hinter weiter. Ach, da ist dieser Stein im Weg. Warum ist das denn so? So. Von dem Miner müssten wir auf jeden Fall erstmal zu einem Schmelzofen. So, der soll hier in einer Linie stehen. Ungenügend Materialien, wieso das denn? Draht. Es fehlt mir Draht. Ich habe vorhin schon mal Fabrikator, Constructor und so alles in die Liste reingefügt, in die To-Do-Liste, damit ich weiß, was ich für Materialien brauche. Die Schmelzöfen habe ich natürlich total vergessen. Drei Schmelzöfen sind schon mal 24 Draht. Ohoho. Nebenbei können wir auch den hier wieder einschalten, ne? Für Kabel. Wir haben hier wieder genug Strom. Den hatte ich zwischendurch mal ausgeschaltet, weil ich tatsächlich Stromprobleme hatte. So. Ich habe auch gehört, beziehungsweise in einem Video mal mitgekriegt, Draht braucht man später noch in rauen Mengen. Von daher lassen wir die Produktion auch einfach durchlaufen. Die läuft ja eigentlich ganz ordentlich. Hui. Wenn ich mir das so angucke, dann könnte ich wahrscheinlich hier vorne noch eine Reihe Fundamente bauen, ne?
warte mal. Wenn wir jetzt mal noch den nächsten Miner da hinstellen. Ungenügend Materialien, was soll der Blödsinn denn jetzt? Es fehlen mir Eisenplatten. Den Schmelzofen kann ich bauen. Und dann kann ich noch ein Förderband bauen. Oder auch nicht. Wir brauchen Eisenplatten. Das ist ja schon fast mehr als peinlich. Ich weiß gar nicht, ob die reichen. Wir gucken mal. So. Förderband. Dann bauen wir den nächsten Miner auf. Dahin und einen dahin. Und dann stellen wir hier auch noch zwei Schmelzöfen bei. Und bauen Förderbänder. Förderband ist zu lang. Ah ja, so wird's gehen. Jetzt gefällt mir aber nicht. Machen wir das so. Ich glaube, das sieht schön aus. Dann müssen wir die Schmelzöfen schon mal eben einstellen, ne? Auf ja. Eisenbarren. 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 Ich weiß gar nicht, die Miner, müssen wir die auch einstellen? Nö.
Dann bauen wir uns hier noch eine Rampe dran. Na toll, da kommen wir noch nicht mal hoch genug mit. Ist aber blöd. Das machen wir anders. Das demontieren wir. Das demontieren wir. Dann bauen wir noch weitere Fundamente hier hin. So. Stellen hier Wände vor. Und bauen uns hier eine Rampe hin. So. Und hier noch ein Fundament drauf. Dann brauchen wir Constructor. Dann setzen wir mal hier hin, auf diese Linie. So rum. Einer. Zwei, drei. Dann können wir wahrscheinlich mit dem Förderband nicht direkt von hier nach hier gehen. Das sieht nämlich doof aus. Das heißt, wir bauen uns Förderlift. So. Und dann ein Förderband von dem Förderlift zum jeweiligen Konstruktor. So. Der macht Eisenplatten. Der hier macht Eisenstangen oder was? Dann können wir mal anfangen. Wir brauchen im Endeffekt intelligente Beschichtung aus verstärkten Eisenplatten und einem Rotor. Machen wir eine intelligente Beschichtung. So, verstärkte Eisenplatte, braucht normale Eisenplatte und Schraube
Rotor braucht Eisenstangen und Schrauben. Also machen wir erst die verstärkte Eisenplatte. Da braucht man eine normale Eisenplatte. Die stellen wir da hinten auf der letzten Linie her. Ne? Und hier auf dieser Linie machen wir Eisenplatten. Auf dieser Linie hier machen wir Eisenstangen. Und normalerweise müssten wir diesen hier schon wieder wegmachen. Beziehungsweise das Förderband hier wegmachen. Das Förderband hier wegmachen. Hier müsste dann ein Splitter hin. So, und dann machen diese beiden hier Eisenstangen. Fünfzehn pro Minute. Der auch 15 pro Minute. Heißt, 30 bräuchten die. Der braucht auch 30. Hier kommen 30 raus. Und hier kommen auch 30 raus. Wunderbar. Damit hätten wir Eisenstangen. Dann bauen wir weiter Fundamente. So, dann müssten wir als nächstes Platten, Schrauben. Im Fabrikator machen wir die Eisenplatten. Also bauen wir einen Fabrikator. Das wäre der hier. Den setzen wir hier mittig hin. Boden ist zu steil, okay. Kein Problem, kriegen wir hin. Fabrikator. Ja, steht gut. Okay, so. Dann brauchen wir Förderband. Von da nach da. Von da nach da. Dann bräuchten wir hier meiner Meinung nach nochmal einen Fusionator. Von da, da rein, von hier nach da und von hier nach da. Naja, können wir noch ein bisschen schöner bauen, ne?
Okay. Der macht verstärkte Eisenplatten. Dreißig und 60. Ah, Moment. Ich mache hiermit erst die Rohre, ne? Damit mache ich erst die Rohre. Das heißt, diese beiden hier müssen erstmal auf einen Constructor laufen, der daraus Schrauben macht. So. Das heißt, hier müsste ein Constructor hin. Der macht Schrauben daraus. So, wo ist jetzt wieder der Fusionator? Ne, wird da doch Fusionator. Klar. So rum. So. Dann macht der hier Schrauben. 10 Eisenstangen pro Minute. Das heißt, das ist schon wieder zu viel, ne? Okay. So, hier machen wir den Fabrikator hin. Der kriegt das Förderband. Mir fehlen wieder Eisenplatten. Okay. Hol ich. Aber die nächsten Projekte muss ich ein bisschen besser planen.
Das ist hübsch. Nicht so unbedingt, ne? Wir lassen das mal so. Schlecht sieht es ja auch nicht aus. So, der Fusionator macht auf jeden Fall verstärkte Eisenplatten. So, prima, läuft. Dann bräuchten wir einmal noch hier unten eine Produktion für Strom. Strom, mein Lieblingsthema. Irgendwann lerne ich bestimmt auch Steine wegmachen. Das kann ich noch nicht. Und würde ich es tun. So, dann brauchen wir Strom. Biomasse-Generator. Den ersten stellen wir mal hier hin. Dann müssen wir noch die Fundamente wieder anders bauen. Er steht auch nicht so, wie er stehen soll. Da soll er hin. So. Nein! Ach, Menno. Stellen wir mal einen Masten. Da will ich ihn nicht hinstellen. Wenn wir eine Reihe Masten auf diese Ecke. So, und dann stellen wir mal da einen hin und da einen hin. So. Dann würde ich sagen, wir stellen noch einen Masten hier hin. Und hier vorne noch drauf ein. Moment. Zack. Oder ein Kabel von hier nach da machen. Und von da nach hier. Dann bauen wir hier noch eine Masten hin. Der von da und der
von da. So. Die Schmelzöfen haben wir. Also fast. Müssten wir noch von da nach da. Und von da nach da. So, jetzt haben wir die Schmelzöfen angeschlossen. Jetzt machen wir die Miner. Sind auch angeschlossen. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen Festbrennstoff habe, können wir das sogar schon in Betrieb nehmen. So. Dann haben wir den ersten Teil der Produktion schon am Laufen. Dann machen wir jetzt noch die Konstruktoren hier. Das hier ist die erste Reihe. Naja. Könnten wir. Den schließen wir von damit an. Den machen wir von da. Dann stellen wir mal hier noch eine Masken hin. Der kriegt nach da die Verbindung. Und von da nach da. Dann haben wir die drei schon mal mit am Laufen. Als nächstes fehlt dieser Konstruktor. So. Und dann natürlich hier der Fabrikator, ne? Müssten wir wohl hier nochmal eine Reihe Masten stellen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Können wir hier nämlich sofort den zweiten Biomassegenerator hinstellen. Der speist damit ein. So, dann holen wir uns eben ein bisschen Brennstoff. Und dann haben wir den ersten Teil der Produktion noch schon am Laufen. Und da freue ich mich, wenn wir so weit sind, dass wir eine andere Art der Stromproduktion aufbauen können. Der hatte wieder nichts mehr zu futtern, okay. So. Aber jetzt beginnt es langsam etwas mit dem stressig werden, ne? So, jetzt haben wir auch hier genug Strom. Was so viel heißt wie unser Fabrikator. Müsste jetzt auch bald mal anfangen,
mit Fabrikator hier. Schmeißen wir ein paar Startschrauben dahin. Und dann kann der schon mal Stahlplatten machen, verstärkte. So, das hier müsste eigentlich eine zweite Route geben zur Schraubenproduktion. Sprich, wir stellen direkt hier neben noch einen Constructor. Der uns die nächsten Schrauben quasi macht. So. Gut, die reichen schon wieder nicht. Maximalkonsum 62. Alles klar. Okay. Dann bauen wir hier schon mal den dritten Generator daneben. Und die Geschichte läuft wieder. So. Gut. Organisation. Ein Beobachtungsturm. Können wir den hinbauen? Dann gucken wir uns das Ganze nämlich einmal von oben an. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr geordnet aus, ne? Drei Schmelzen. Drei Constructor. Zwei Constructor. Ein Fabrikator. Das ist soweit schon mal ganz gut. In der nächsten Folge geht's weiter. Also Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.